Wir kennen alle die Schlagzeilen. 12 Pferde in Valencia auf Turnier gestorben. Nachdem die FEI alle Turniere in 10 europäischen Ländern bis Ende März wegen diesen aggressiven Herpesausbruch abgesagt hat, durften nur noch die bereits laufenden Touren weiterhin stattfinden. Allerdings sind diese auch kurz nach dem Ausbruch in Valencia abgebrochen worden. So wollte man verhindern, dass alle Pferde gleichzeitig die Turnierplätze verlassen und es zu einer Zerstreuung in ganz Europa eventuell infizierter Pferde kommt. In Valencia durften keine neuen Pferde mehr anreisen und vor Ort galt ein strenges Gesundheitsprotokoll. Allerdings stand es nicht gut um die Versorgung der Tiere sowie auch um die tierärztliche Hilfen. Ein deutscher Reiter beschreibt die Situation vor Ort als Kriegssituation und spricht vom Vorhof zur Hölle. Wo Reiter und Pferde kürzlich noch um Schleifen kämpften, ging es schnell nur noch um Leben und Tod. Und sogar zu Handgreiflichkeiten untereinander kam es. Jeder gegen jeden, kämpfend um das Leben ihres Pferdes. Von den 450 anwesenden Pferden zeigten 130 eindeutige Krankheitssymptome. Es fehlte an allem. Man fühlte sich vor allem von dem Veranstalter alleingelassen. Um schnelle Hilfe leisten zu können, schlossen sich einige Reiter aus Deutschland zusammen unter dem Headliner Reiter helfen Reiter. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen, die dazu beigetragen haben, dass diese Hilfaktion zum Erfolg wurde. Ich heiße Sie, liebe Pferdefreunde und meine beiden Gäste, Elisabeth Zeitz, Pferdewirtschaftsmeisterin und Turnierrichterin, sowie Rigo Esch, Pferdetransporteur und Springreiter, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag. Wenn nichts mehr geht, geht doch noch was. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Hallo Wolfgang. Ja, wir haben heute natürlich einen nicht so freudigen Anlass unseres Treffens, der Herpesausbruch in Valencia. Was könnt ihr mir dazu sagen? Ja, in Valencia gibt es, also offiziell weiß man seit ungefähr dem 20. Februar davon, einen Herpesausbruch auf einem großen Springturnier. Im Verlaufe der Wochen, die das Turnier stattfand, waren da bis an die 800 Pferde, glaube ich. Jetzt zum Schluss waren noch, so wie ich gehört habe, 150 ungefähr da, die aber wohl auch alle betroffen sind. So. Die sind auch angeblich in Kliniken verteilt worden, die aber auch nicht unbedingt so in der Nähe von Valencia waren. Ja, so habe ich es auch gehört. Also in Valencia gab es wohl anfangs, hörte man nur 3 Intensivboxen. Und ich meine, diese Krankheit ist ja hoch ansteckend. Die können ja auch nicht die Pferde dahin bringen in Kliniken, wo andere Pferde stehen. Ne? Und so Tröpfchen. Genau. Übertragung. Ja. In Tröpfcheninfektion. Ja. Ja, genau. Frage ist, diese Haltevorrichtung, das sieht ja dramatisch aus. Und was könnt ihr mir darüber sagen? Ihr habt da sicherlich mehr Informationen wie ich. Ja, die Pferde haben ja neurologische Störungen durch diesen Herpesinfekt und können sich nicht mehr richtig bewegen. Und dadurch, die müssen irgendwie auf die Beine kommen. Warum muss ein Pferd denn unbedingt stehen? Ja, liegen geht nicht. Kennst du von den Koliken her das große Problem? Wenn Pferde zu lange liegen, schlägt sich das einmal auf den ganzen Verdauungstrakt nieder und der Kreislauf kann nicht lange stabil gehalten werden. Deshalb müssen die unbedingt wieder ans Stehen kommen. Wie ich gehört habe, ist dieses Pferd aber wieder auf die Beine gekommen? Ja, also ich weiß auch nur aus Videos, die ich gesehen habe. Da hat man das so Tag für Tag verfolgt, wie man mit dem Pferd gearbeitet hat. Und mit Hilfe dieses Krans ist der zumindest schon mal wieder ans Laufen, also auf die Füße gekommen und so ein bisschen ans Laufen gekommen. Wie es dem heute geht, weiß ich nicht. Das ist ja auch das Problem bei diesem Herpesvirus, dass die Pferde, selbst wenn sie das überleben, nicht mehr unbedingt ganz gesund werden. Die andere Geschichte war, dass Leute sich Haltevorrichtungen gebaut haben. Ja, die Leute direkt vor Ort wussten sich natürlich auch nicht anders zu helfen. Da war ja niemand drauf vorbereitet auf diesen Fall. Und die sind dann wohl tatsächlich in die umliegenden Supermärkte und Baumärkte gefahren, um sich diese Gestelle selbst zusammenzubasteln.
Ich habe aber auch gehört, dass Material wohl nicht so da gewesen ist und jeder gegen jeden und dass auch teilweise ja, Holz geklaut worden ist in den Ställen. Ja, da hat also jeder für das Leben seines Pferdes gekämpft. Da ging es schon, wie man gehört hat, munter zur Sache. Das war so. Ja, man sprach von kriegsähnlichen So soll es. Zuständen, jeder gegen jeden und Ja, also ich glaube, dass durchaus, da ist wahrscheinlich richtig was los gewesen, weil wir haben vor 1,5 Jahren einen Herpes auch im Stall gehabt. Und wenn man das mal so erlebt hat, wie schlimm das ist und wie schnell die Pferde krank werden und jeder will nur am liebsten sein Pferd retten, das ist einfach so, ne? Und dann wird man auch zornig und dann wird es da auch richtig zur Sache gegangen sein. Aber es soll dann nach ein paar Tagen, als so ein bisschen dieser erste Schreck vorbei war, auch wirklich sehr Zusammenhalt gefördert worden sein. Aber wie ich jetzt informiert bin, hat der Veranstalter sich so gut wie nicht drum geschert, oder? So war es zu hören. Der hat sich natürlich in Statements gegen diese Aussage vehement gewehrt. Inwieweit da was dran ist, können wir von hier aus nicht nachvollziehen. Das weiß man nicht. Aber der Tenor ging in diese Richtung. Dann kommt auch noch mal die FEI. Sie soll sich auch recht spät erst eingeschaltet haben. Ich glaube einfach, da sind Emotionen im Spiel und da wird jeder geschimpft haben, auf wen auch immer, einfach aus Angst um seine Pferde und dann, wie das dann so ist, einer gibt dem anderen den schwarzen Peter. Aber Fakt ist wohl, dass nicht genug Material vor Ort war, um den Pferden zu helfen. Aber gut, so eine Situation kennt man ja auch nicht. Und für 150 Pferde, die brauchten wahrscheinlich nicht alle diese Gestelle, aber da braucht man schon viel Material. Und man darf einfach nicht vergessen, dass eigentlich muss jeder Mensch, der von Box zu Box geht, sich jedes Mal desinfizieren, umziehen. Der darf ja nicht das eine Pferd mit den gleichen Sachen an oder mit den gleichen Händen anfassen wie den anderen. Und wenn man das alles vor Ort haben will, an Desinfektionsmitteln und Material und selbst Eimer, Schippen. Ja, aber man muss sich ja das so vorstellen, es ist ein Turnierzelt, wo einzelne Boxen aufgebaut worden Ja, sind. ja. Aber es fehlte ja dann an Einstreu, es fehlte an Futter. Ja. Unabhängig davon fehlte das ja angeblich auch an medizinischer Versorgung. Und dann ist ja im Prinzip, hier seid ihr ja mit eingestiegen, Ja. mit Reiter helfen Reiter. Ja. Wie seid ihr da darauf gekommen? Was ist das überhaupt für eine Organisation? Also ich bin eigentlich über Facebook drauf gekommen. Wir sind ja viel im Springreiterlager unterwegs. Wir haben beide selber Springen geritten. Ich bin auch Springrichter. Also wir haben einen großen Teil unseres Bekanntenkreises unter den Springreitern und somit ploppte auf einmal bei Facebook bei mir was auf, dass es da ein paar Leute gab, allen voran Tina Gerfer, Axel Milkau, Equitrans, Kai Warnecke, die hatten sich zusammengetan und wollten den Pferden da unten helfen. Und dazu muss man sagen, nicht nur den deutschen Pferden, also allen Pferden. Es ging nur darum, die Pferde zu retten. Und vor Ort, auch durch die Corona-Maßnahmen, war nicht genug Material da, nicht genug Leute da, nicht genug Tierärzte da. Und dann hat man kurzerhand einen Spendenaufruf auf Facebook geteilt. Aber Reiter helfen Reiter. Seit wann gibt es das oder ist das jetzt nur aufgrund von Valencia entstanden? Also es ist jetzt durch Valencia entstanden, aber es soll weitergehen. Es soll auch für Schulpferde später noch was gemacht werden, so wie ich gehört habe. Und auch eigentlich soll das jetzt so bestehen bleiben, dass, wenn Not am Mann ist, geholfen werden kann. Hier sieht man ein Foto, wo Rigo, du mit dem Transporter unterwegs bist und dann auch schon Güter verlässt. Ja, wir sehen auf dem Foto Paletten mit Equistreu, weil auch die Einstreu in Valencia nicht mehr gewährleistet war. Und wir haben mit einem befreundeten Geschäftspartner von uns, der diese Späne herstellt, beschlossen, wir bringen Späne zu dieser Sammelstelle. Und auf dem Foto sieht man eben, dass wir 10 Paletten dieser Späne schon mal darüber bringen, damit das wenigstens da ein bisschen weiterging. Da fehlt es ja an allem. Es waren keine Boxen da. Ich glaube, Katharina Offel war es, die hat Aufstellboxen organisiert, Ja, um die weil die Pferde zu Pferde natürlich separieren. auch Ja. separiert werden sollten. Das war ja in diesem großen Stallzelt nicht möglich. Also es fehlte an allem
Und wir konnten einen kleinen Teil dazu beitragen, indem wir Späne geliefert haben. Frage ist, musstet ihr das alles selbst bezahlen oder haben auch die Lieferanten da ein bisschen vom Preis her was herabgelassen? Der Lieferant dieser Späne ist selber Reiter und hat sich an der Aktion beteiligt, indem er das auch zur Verfügung gestellt hat. Habt ihr das selber nach Valencia gebracht? Soweit brauchten wir nicht. Es gab in Deutschland eine Sammelstelle. Da wurden die LKW beladen und die sind dann mit den ganzen Waren und Hilfsgütern nach Valencia gefahren. Das waren dann auch 40 Tonner. Und da wurde das dann in Valencia unten verteilt als solches. Hat es dann wirklich die Situation dort unten entspannt? Wenn man den Reitern vor Ort glauben darf, und wir haben Videos davon gesehen, waren die mehr als glücklich, überglücklich, dass diese Sachen endlich ankamen. Hier sieht man einen Gabelstapler mit reichlich Einstreu. In dem Moment, als die Idee entstanden ist, zu helfen, habe ich erstmal Kontakt aufgenommen mit der Frau Gerfer, die da Mitorganisator ist, Wo sitzt die? und Entschuldigung. in Köln. In Die haben Köln. eine Firma, ich glaube, sie hat eine Firma in Köln, und von da aus hat sie das so ein bisschen geleitet, wo was hinkam. So. Und die Tochter reitet auch Springen, dadurch waren die so ein bisschen mit in diesem Springreiterlager involviert. Und ja, und dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen, und dann hat sie zuerst gesagt, uns reichen ein paar warme Worte, wir sind froh, wenn die Leute an uns denken und die Daumen drücken für die Pferde. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man denn nicht irgendwas machen, weil ich auch nicht so die richtige Idee hatte. Und dann sagte sie, wir haben eine, die hatten so einen Zettel gemacht mit Sachen, die sie brauchen können, Spritzen, Desinfektionsmittel, Einstreu, alles Mögliche. Und dann bei dem Thema Einstreu fiel mir dann oder uns der Konstantin Söffing von der Firma Equistreu ein, der bei uns im Stall ist, ein Boxennachbar. Ich sage, weißt du was, ich frage den Konz. Und dann habe ich ihn gefragt, und der war sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, ich will den Pferden helfen, und hat dann diese 10 Paletten zur Verfügung gestellt von dieser Einstreu. Also war die Solidarität doch wirklich und die Hilfsbereitschaft von Deutschland aus sehr groß. Die war Man sehr musste groß. nicht groß fragen, Nein. oder? Die war immens. Nein. Die war immens als solches. Ja. Gab es überall Sammelstellen? Wisst ihr da was? Ich glaube, das ging alles von Köln aus, oder? Diese Aktion Also, ging von Köln ja. aus. Die war der, ich weiß nicht, der Rheinische Verband beziehungsweise Nordrhein-Westfälische Verband auch mit involviert oder war das jetzt nur diese reine Organisation Reiter helfen Reiter? Also organisiert haben das Reiter helfen Reiter, aber meines Wissens hatte der Konstantin Söffing da auch mit dem Rheinischen Verband Kontakt aufgenommen, und die hatten auch sich da irgendwie mit rein. Das heißt also, es gab auch vor allen Dingen auch da Unterstützung. Auf jeden Fall. Da gab es auch Ja, es gab Unterstützung. ganz viel. Die Tierklinik Leichlingen war dabei, und also viele Privatleute, aber auch ganz viel. Ich glaube, Eggersmann hatte Futter geliefert und verschiedene Spänehersteller. Ich glaube, da kommt nachher ja auch noch mal ein Foto mit dem LKW, was da alles so drauf war. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon vor Ort in Valencia, Das ist dieses schon vor Foto. Ort, war in Valencia. Und davon gab es, glaube ich, mindestens zwei Ja, LKW, ich ne? meine ja. Von der Zwei Größe, ja. LKWs. Ja. Eine Woche nach dem Ausbruch des Herpevirus in Valencia hat man hier in Deutschland begonnen, die Ställe zu schließen. Ich persönlich habe mich gewundert, warum bis dato sich alle Leute hier aufgeregt haben, weil ich gemeint habe, es ist doch nur in Valencia und nicht hier in Deutschland. Jetzt haben wir beide uns getroffen zu einem Transporttermin, wo ich das Pferd aufgeladen hatte. Ja. Und dann habe ich dich ja gefragt, sag mal, was spinnen die Leute alle? Dann hast du mich erst mal aufgeklärt. Ja, dadurch, dass Valencia natürlich ein ganz, ganz großes Ereignis war, ist dieses Turnier natürlich in den Fokus gerückt. Und ich denke auch durch das Coronavirus, das bei uns eben jetzt hier herrscht, sind die Leute sehr sensibilisiert. Und Herpesviren gab es immer schon bei unseren Pferden, gibt es auch immer. Über 90% aller Pferde bei uns tragen dieses Virus in sich. Durch den Ausbruch in Valencia sind die Leute alle sehr, sehr vorsichtig gewesen. Auch bei Transportanfragen, die ich bekomme, wird immer wieder die Frage gestellt, wie desinfizieren Sie den Transporter? Kann ich die Leute beruhigen? Wir das machen das mit einem Desinfektionsmittel, das uns von einer Klinik empfohlen wurde. Die desinfizieren damit ihre Intensivboxen in der Klinik.
So, jetzt haben wir also da in den Medien dieses Virus von Valencia, das jetzt wieder nichts mit dem zu tun hat, was bei uns herrscht. Ausbrüche von Herpes gibt es bei uns immer und zu jeder Zeit. Die Leute sind halt durch dieses ganze Medienspektakel sehr, sehr aufgeregt und wollen natürlich ihre Pferde vor diesem Virus schützen. Daher ist das jetzt einfach sehr, sehr publik, sehr im Umlauf, wobei mir auch von Tierärzten bestätigt wurde, dass keine größere Herpesgefahr für unsere Pferde hier bei uns in Deutschland herrscht als vor Valencia. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, klar ist jetzt auch der Herpesvirus 1 und 4 hier in Deutschland, aber nur von den Pferden, die aus Valencia gekommen sind, oder? Nein. Die haben den natürlich, der eine oder andere ist früher aus Valencia abgereist, als bekannt war, dass da Herpesausbruch war und hat dadurch natürlich leider auch Pferde zu Hause im Stall angesteckt. Aber das ging alles so ein bisschen ineinander über. Also die sind nach Hause gefahren, die haben dann erfahren, es ist Herpes und die Pferde kamen sofort in Quarantäne. Die hatten dann leider unglücklicherweise natürlich zu Hause kranke und auch tote Pferde. Aber das ist nicht mehr weiter rumgetragen worden. Das bleibt wirklich oder blieb wirklich bei den Pferden, die direkten Kontakt mit Valencia hatte und in den Ställen. Rigo, merkst du die Auswirkungen von dem Herpesvirus auf deinem Geschäft? Ja, aber nicht in negativer Form. Ich kriege also vermehrt Anfragen, auch von Leuten, die vielleicht mal mit einem Sammeltransport geliebäugelt haben, aufgrund der Herpesproblematik aber sagen, möchte ich nicht, weil Sammeltransport, Pferde werden eingeladen, zugeladen, ausgeladen. Da ist ganz viel Bewegung in diesem Transport. Der Einzeltransport ist wie eine Taxifahrt. Ich hole ein Pferd ab und bringe das zu seinem Bestimmungsort in einem desinfizierten LKW. Und das ist das, was die Leute momentan wollen und auch sehr viel Wert drauf legen. Es war auch schön, dass wir unsere Sichtweise der Dinge auch mal darstellen konnten. Hat uns gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Da schließe ich mich an. Das waren meine beiden Gäste, Elisabeth Zeitz, Pferdewirtschaftsmeisterin und Turnierrichterin, sowie Rigo Esch, Turnierspringreiter und Pferdetransporteur von der Firma Care4Me. Wenn Reiter Reiter helfen und diese Solidaritätsorganisation soll weiter bestehen bleiben, dann kann was Wunderbares dabei rauskommen. Meine Botschaft an Sie, liebe Pferdefreunde, schaut euch an, wer alles geholfen hat. Berücksichtigt diese Geschäftsleute, wenn ihr was für euch kauft. Das soll es heute gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bei meinen Gästen, die auch ihre Facebook-Posts zur Berichterstattung in Bild und Ton mir zur Verfügung gestellt haben. Aktuell erreicht uns heute die Mitteilung, dass jetzt am 19. März 2021 viele aus Valencia den Heimweg mit ihren Pferden angetreten haben. Bleiben Sie gesund, machen Sie was aus Ihrer Zeit, seien Sie gut zu Ihren Pferden. Wenn Ihnen meine Beiträge gefallen haben, schreien Sie es raus in die weite Welt. Drücken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie mich und teilen es, damit viele Pferdefreunde auch in diesen Genuss kommen, wenn es wieder heißt, wenn nichts mehr geht, geht doch noch was. Unterwegs mit dem Pferdetherapeuten. Mein Name ist Wolfgang Gnesner und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Servus.